Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Geldhelden-Podcasts. Mein Name ist Marco und ich bin Geldcoach. In diesem Podcast sprechen wir über das Thema Geld. Denn über das Thema Geld spricht man ja. Zumindest, wenn man etwas zu diesem Thema lernen will. In dieser Folge geht es um die Finanzfestung und seine 7 Geldportale. Was meine ich damit? Jeder von uns kennt das. Am Ende des Geldes ist noch so viel Monat über. Das muss aber nicht sein, denn es liegt allein in deiner Hand, wie du strategisch und vor allen Dingen sinnvoll mit deinem Geld umgehst. Und dadurch, dass keiner von uns mit Geld umgehen kann, das gebe ich ehrlich zu, kann ich auch nicht, gibt es ganz einfache Systeme und Tricks, wie man sich selbst dazu zwingen kann, dass man einen guten Umgang mit Geld macht, damit man für den Fall der Fälle, wenn mal was passiert, gut aufgestellt ist. Ich zeige dir in dieser Folge das Geldrezept der Finanzfestung und ich wünsche dir viel Spaß damit. Diese Folge wird dir präsentiert vom Geldheldencamp. Entfliehe dem Herbst im November im regnerischen Deutschland auf die Sonneninsel Zypern und genieße mit 20 Gleichgesinnten finanzielle Bildung auf eine ganz besondere Weise. Begleite mich und 4 weitere Mentoren in das Geldheldencamp. Dich erwarten spannende Experten, tiefe Einblicke in ihre Geldsysteme und natürlich viel Sonne, Strand und Meer. Die Reise geht nach Larnaka. Larnaka liegt im griechischen Teil von Zypern. Und wir werden alle gemeinsam in einer großen Villa oder in einem 4-Sterne-Hotel unterkommen. Neben gemeinsamen Aktivitäten wie Ausflügen oder Sport wird es natürlich interessante finanzielle Workshops geben. Wir werden abends gemeinsam Cashflow spielen, das Spiel von Robert Kiyosaki. Und wir treffen uns mit der Unternehmer-Community auf Zypern. Wenn du also tiefe Einblicke von Menschen bekommen willst, die bereits finanziell frei sind, die ihr Leben so gestalten, wie sie es wollen und das gemeinsam mit 20 Gleichgesinnten, dann geh jetzt auf die Webseite www.geldhelden.org/camp und sichere dir noch bis zum 31. November den Early Bird Preis. Wir sehen uns auf Zypern. Ja, das heutige Thema heißt deine Finanzfestung und die 7 Geldportale. Und dieses Thema habe ich aus aktuellen Anlass aufgegriffen, denn es ist erst 2 Tage vergangen, dass ich von meiner Steuerberaterin erfahren habe, dass wir heute, also 2 Tage später, eine Nachzahlung an das Finanzamt in Höhe von 15.000 Euro leisten müssen. Ist natürlich erstmal eine große Überraschung, denn das Finanzamt verlangt von uns, dass wir innerhalb von 2 Tagen diese Summe aufbringen, während eine Rückzahlung vom Finanzamt teilweise Monate oder Jahre dauert. Aber sei es drum, um solche Summen stemmen zu können, dazu muss man vielleicht erklären, dass das eine Nachzahlung eines unserer Unternehmen ist. Und natürlich dieses Geld zurückgelegt wurde von uns. Aber um eine solche Summe stemmen zu können, muss man natürlich auch eine Strategie haben, für solche Fälle vorgesorgt sein. Und das meine ich mit Finanzfestung. Wenn du also dein Geld, dein monatliches Einkommen oder auch die Einnahmen, die du über Verkäufe oder Gewinne oder Geschenke zum Beispiel erhältst, wenn du die strukturiert und regelmäßig für bestimmte Zwecke zurücklegst und nicht sparst, sondern einfach nur absicherst, dann kann auch mal eine Nachzahlung von 15.000 Euro kommen, ohne dass du direkt schlecht schläfst oder dass du in finanzielle Schwierigkeiten kommst. So, warum benutze ich überhaupt den Begriff Finanzfestung? Heutzutage geht es darum, dass du keine Angriffe von irgendwelchen Armeen oder Kanonen oder Pistolen oder Bogenschützen oder sowas zu erwarten hast,
sondern heutzutage sind die meisten Angriffe, die kommen, finanzieller Natur. Das heißt, egal was du im Leben machst, du musst dafür zahlen. Fangen wir mit dem Einfachsten an. Du kennst das selber, du willst einfach nur leben. Dafür brauchst du eine Wohnung. Wenn du eine Wohnung hast, musst du Miete zahlen, du musst Strom zahlen, du musst die GEZ zahlen. Ja, du brauchst für die Wohnung Möbel, das heißt, du musst dir Möbel organisieren. Und egal, was du tust im Leben, es ist so, dass alles seinen Preis hat. In Frankreich gibt es so einen wunderbaren Spruch, der ungefähr übersetzt so geht: Du fährst auf Arbeit, um das Geld zu verdienen, was du benötigst, um dein Auto zu betanken, damit du auf Arbeit fahren kannst. Das heißt, egal ob du was machst in unserer Gesellschaft oder nichts machst, alles ist mit Kosten verbunden. Und bleiben wir mal bei dem Thema Auto. Nur alleine der Gedanke daran, du kaufst ja ein Auto, dafür bezahlst du natürlich deine monatlichen Raten für das Auto ab oder du kaufst es in bar. Dann hast du aber dafür noch Steuern zu zahlen. Du musst Benzin bezahlen, in dem auch wieder Steuern sind. Du musst vielleicht eine grüne Plakette, eine gelbe Plakette oder eine rote Plakette, also eine Umweltschutzgebühr bezahlen. Du musst den TÜV bezahlen alle 2 Jahre. Und natürlich fallen ab und zu mal Reparaturen bei dem Auto an. Das gleiche gilt, wenn du dir ein Haus kaufst zum Beispiel. Wenn du dir ein Haus kaufst, zahlst du natürlich nicht nur das Haus, sondern du zahlst auch die Ausstattung. Ja, du zahlst auch die Steuern dafür, Grunderwerbssteuer, aber auch Grundsteuer, die jedes Jahr fällig werden. Du zahlst für dieses Haus aber auch den Verschleiß, also sozusagen die Reparaturkosten, die anstehen, obwohl sie noch nicht da sind. Ja, also zum Beispiel ist es ja ganz klar, dass wenn du ein Haus hast, dass das nicht ewig hält, sondern dass irgendwann mal was kaputt geht. Genauso wie bei einem Auto, genauso wie bei deiner Wohnung, genauso wie bei deiner Waschmaschine, genauso wie bei allem, was du im Leben besitzt, geht mal etwas kaputt. Und um für diese Zwecke vorbereitet zu sein, brauchst du eine Strategie, also ein System, wie du automatisiert am besten und wenn es nicht automatisiert ist, zumindest strukturiert für diese Notfälle, für dieses Unvorhergesehene vorbereitet bist, damit du eben im Fall der Fälle keine Probleme bekommst. Nehmen wir zum Beispiel mal an, es passiert ein Unfall. Jetzt ist es häufig so, dass natürlich die Krankenkasse erstmal das abdeckt, dass deine Krankheitskosten gedeckt sind. Aber was ist mit dem, den du vielleicht verletzt hast? Oder was ist mit deinem PKW, der kaputt gegangen ist? Oder was ist mit dem Schaden, den dein PKW vielleicht an einem öffentlichen Gut, also zum Beispiel an einer Leitplanke oder sowas, angerichtet hat? Was ist mit dem Polizeieinsatz? Natürlich sind wir häufig eher überversichert und haben für den Fall ausgesorgt. Aber du musst auch dran denken, dass du ja für einige Zeit ausfällst, nicht mehr auf Arbeit gehen kannst, dass du halt weniger Geld bekommst und so weiter. Das Krankenhausgeld musst du teilweise hinzubezahlen. Also das ist nicht 100% abgedeckt. Und oft ist es so, dass auch viele Medikamente gar nicht zu 100% abgedeckt sind, je nachdem, was du für einen Versicherungsvertrag hast. Das heißt, diese Dinge, das höre ich halt immer wieder, die passieren so unverhofft. Und damit konnte ja keiner rechnen. In Wirklichkeit kann man damit rechnen. Alles, was jemals auf diesem Planeten passiert ist, das wird auch wieder passieren. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und selbst wenn es nicht passiert, es ist besser, ich habe für den Fall, dass es passiert, vorgesorgt, als dass ich sozusagen sorglos und, ich sag mal, ein Stück weit naiv, wie Hans Kuck in die Luft durch die Welt gehe und hoffe, dass schon nichts passiert. Und um jetzt das Ganze eben nicht zu verkomplizieren, gibt es halt relativ einfache Tricks, wie man sich selbst so aufstellen kann, dass man für solche Fälle abgesichert ist. Und bevor wir jetzt auf die Fälle kommen, also für was brauchst du überhaupt verschiedene Absicherungen, nämlich es macht total viel Sinn, für jede einzelne Herausforderung, die auf dich zukommt, ein eigenes Konto aufzusetzen und von den Einnahmen, die von dir kommen, zum Beispiel eben von deinem monatlichen Lohn, direkt am Anfang, wenn der Lohn kommt, etwas, zum Beispiel 10% auf eines dieser Rücklagenkonten zu tun. Ja? Und bevor wir jetzt dahin kommen, was das für Rücklagen sein können und sollten, vor allen Dingen, kommen wir erstmal dazu, was für einfache Kontenmodelle gibt es denn? Denn
Häufig denkt man, na gut, ich habe ein Konto, da geht mein Lohn ein, davon gebe ich jetzt meine ganzen Ausgaben aus und ich habe eine Kreditkarte oder eine EC-Karte und viel mehr braucht man doch nicht. Und genau da, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das das Fundament ist, also dass so ein Pfeiler, so ein Konto das Fundament ist von deiner Finanzfestung, dann steht diese Finanzfestung ziemlich wackelig. Wenn du jetzt gerade das Video siehst, dann siehst du auch, dass die Kamera ein ganz kleines bisschen wackelt. Das liegt daran, dass ich gerade an der Ostsee in Polen am Strand sitze und der Wind natürlich relativ stark ist und die Kamera leicht bewegt. Und das liegt wiederum daran, dass mein Stativ nur ein Bein hat. Ja, also es hat insgesamt drei Beine, aber das obere, wo die Kamera befestigt ist, ist nur ein Bein. Und das ist eben sehr, sehr instabil. Das heißt, vielleicht kennst du das. Du hast immer so ein schlechtes, ungutes Gefühl dabei. Wenn am Ende des Monats vielleicht noch 50 € übrig sind, dann wird das auch nächsten Monat noch klappen. Und genau darum geht es heute. Wie schaffen wir es, diesem Bauchgefühl Genüge zu tun, dass du ruhig schlafen kannst und dass du halt strategisch sinnvoll und gut aufgestellt bist? Und ich möchte dir gerne erzählen, wie ich meine eigenen Kontenmodelle aufgestellt habe, um eben jetzt, wie in diesem Fall, mit der Nachzahlung, die innerhalb von 2 Tagen kam, plötzlich reagieren zu können. Ja? Und natürlich habe ich auch ein Hauptkonto, das liegt bei der Sparkasse. Ich denke mal, das hat fast jeder von uns. Der eine ist bei der Volksbank, der andere ist bei der Deutschen Bank, aber letzten Endes ist jeder von uns bei mindestens einer deutschen Bank und hat dort ein Konto für seinen Lohn, für seinen Gehaltseingang. Das ist ja auch schön und gut. Aber da sollte nichts drauf liegen bleiben. Eine zweite Möglichkeit ist, sich ein zweites deutsches Konto anzulegen. Und da gebe ich dir den Tipp, am besten das Ganze bei der Fidor Bank zu machen. Die Fidor Bank ist eine Bank aus München und die hat sich mit bitcoin.de, also das ist eine Kryptobörse, zusammengetan. Und das Schöne ist, falls du irgendwann mal vorhast, in Kryptowährung zu investieren, dann kannst du das direkt über dieses Konto machen. Das heißt also, das ist alles. Also beide, sowohl die Börse als auch die Bank, sind bei der BaFin gelistet. Das heißt, das sind deutsche Institute, die kontrolliert sind, die überprüft sind und die damit eben den Umständen entsprechend sicher sind. Also es gibt ja keine hundertprozentige Sicherheit, das wissen wir ja. Aber, und jetzt kommt's, durch diesen Zugang zu Bitcoin hättest du da die Möglichkeit, schon mal einen kleinen Teil deines Geldes in vielleicht in eine andere Währung zu sichern. Denn das ist eine weitere Diversifizierung, also ein weiterer Standpfeiler, den ich dir empfehlen kann, dass du nicht nur in einer Währung bleibst. Denn wir haben das alle schon erlebt, in Italien, in Griechenland, jetzt in Venezuela, gab es Hyperinflation oder große, starke Inflation. Warum soll das nicht auch mal den Euro erwischen? Und wenn du jetzt dein ganzes Geld nur in Euro liegen hast, dann hast du das Risiko, dass natürlich deine Währung sehr abgewertet wird und du dich gar nicht dagegen wehren kannst. Hättest du aber jetzt ein Konto zum Beispiel bei Bitcoin oder du hättest noch zusätzlich den britischen Pfund, England verlässt ja gerade die EU, es sieht zumindest danach aus, und dann ist der britische Pfund natürlich wieder ein komplett anderer Währungsraum als der Euroraum oder zum Beispiel US-amerikanische Dollar. Ja? Und je nachdem, was du da hast, gleicht sich dann, wenn jetzt der Euro mal fällt, steigt er im Gegensatz dazu, also zumindest subjektiv, der US-Dollar wieder. Und es ist für dich halt weder Verlust noch Gewinn. Das heißt, du sicherst dich so ein Stück weit ab. Als drittes Konto kann ich dir generell ein Wallet empfehlen. Und zwar ein Bitcoin-Wallet. Das nennt sich, oder besser gesagt, ich habe mein Wallet auf blockchain.com. Das ist eine in Luxemburg ansässige, und Achtung, das ist wieder ein anderes Land. Da ist eine weitere Form der Diversifizierung. Das heißt, siehe da, mein ganzes Geld ist gar nicht in Deutschland, sondern das ist verteilt in verschiedenen Ländern. Unter anderem eben habe ich Bitcoins in Luxemburg, also es wird zumindest dieses Wallet wird verwaltet von einer luxemburgischen Gesellschaft, die eine Internetseite betreibt namens blockchain.com und dort Wallets für Bitcoins zur Verfügung stellt. Das Schöne bei denen ist, dass die eben auch reguliert sind und damit eben eine größere Sicherheit da ist, als wenn du jetzt zum Beispiel deine Bitcoins auf deinem eigenen Wallet hast, keine Ahnung, auf deinem Handy oder so. So, jetzt waren wir bei der Diversifizierung in Kryptowährung. Das liegt natürlich nicht jedem. Wir machen auch noch andere Diversifizierungen. Unter anderem zum Beispiel zu einem Multi-Währungskonto.
Da haben wir jetzt mehrere Standbeine. Und zwar kennst du vielleicht TransferWise. Das ist ein Konto, was in England ist. In London sitzen die. Und die haben eine ziemlich clevere Geschäftsidee gemacht. Die haben in allen Ländern der Welt Konten eröffnet. Und haben in allen Ländern der Welt auch Geld dort liegen. Und zwar in der Währung, die es vor Ort gibt. Aktuelles Beispiel ist, ich überweise einmal im Monat für meine Wohnung in Batumi in Georgien Geld aus dem Euroraum, also von meinem Konto, auf das Konto in Georgien, in georgischen Gel. Und normalerweise würde ich für so eine Überweisung ziemlich viele Gebühren bezahlen, wahrscheinlich so um die 30 Euro. Mache ich aber nicht, weil ich ein Konto bei TransferWise habe. Und die geben mir als Nutzer den Zugang zu diesen ganzen Konten. Das heißt, wenn ich jetzt aus dem Euroraum, also von meinem deutschen Eurokonto, was ich bei TransferWise habe, auf mein georgisches Konto, was ich auch bei TransferWise habe, überweise, dann zahlen die das, ich zahle das quasi in Europa ein, in Deutschland in dem Fall, und die zahlen das von dem georgischen Konto, was da schon da ist, wieder aus, auf mein georgisches Konto. Und damit ist gar keine Transaktion stattgefunden. Die nehmen natürlich trotzdem eine Gebühr. Ich glaube, das waren 8 Euro oder sowas für diese Transaktion. Aber ich habe immerhin über 20 Euro gespart. Und das ist eine sehr, sehr clevere Geschäftsidee aus deren Sichtweise. Aber es ist auch für dich ein sicherer Hafen. Denn erstens, dieses Unternehmen sitzt in England. Das sitzt in London und nicht in Europa, wenn man so will. Zweitens, du hast nicht nur eine Währung, sondern du hast zig verschiedene Währungen. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Und du kannst jederzeit, wenn du willst, kostenlos zwischen diesen Währungen umtauschen. Das heißt also, du kannst jederzeit aus Euro in US-Dollar oder aus US-Dollar in zum Beispiel britische Pfund gehen, ohne dass es dich auch nur einen Cent kostet, solange es innerhalb deiner Wallet, nenne ich es jetzt mal, also innerhalb deines Kontensystems bleibt. Ein zweites Multi-Währungskonto habe ich auch noch, was ich dir empfehlen kann, das nennt sich Revolut. Revolut ist ebenfalls ein in England ansässiges Unternehmen. Allerdings haben die sich darauf spezialisiert, dass die eine Kreditkarte ausgeben. Das ist auf Mastercard-Basis und eine passende App dazu. Und du hast deine Währungen quasi alle in dieser App drin. Dasselbe Prinzip wie bei TransferWise. Solange du innerhalb der App bist, kannst du tauschen. Kostenlos. Wenn du aber an einen Bankautomaten gehst irgendwo, dann hast du die Chance jetzt, zum Beispiel, wir waren jetzt vor kurzem in Indonesien und in Indonesien hebst du halt, mit, ich weiß gar nicht, wie das Geld heißt in Indonesien jetzt, hebst du halt mit einer anderen Währung ab als wie in Europa. Und normalerweise ist es so, wenn du im Ausland Geld abhebst, dass du da eben Transaktionsgebühren bezahlen musst. Das heißt, Transaktionsgebühren und noch die Transaktion von der einen Währung in die andere Währung. Das ist häufig sehr, sehr teuer. Und was wir machen ist, wir heben zum Beispiel, keine Ahnung, in Vietnam oder so, tauschen wir halt vorher unser Geld in vietnamesische Dong um und heben dann vietnamesische Dong direkt von unserer Kreditkarte ab, ohne jegliche Gebühr. Und natürlich kostet das Abheben eine Gebühr, wie bei allen anderen auch, aber es hält sich sehr stark in Grenzen. So, das ist jetzt schon das vierte Standbein, was ich dir empfehlen kann. Als fünftes Standbein empfehle ich dir den Online-Zahlungsdienstleister PayPal. PayPal, das kennst du vielleicht von eBay, ist ursprünglich im Zuge oder mit eBay groß geworden und ist inzwischen der weltweit führendste Online-Zahlungsanbieter. Ihr Motto ist, du kannst halt mit einer E-Mail-Adresse Geld bezahlen und das funktioniert auch relativ einfach. Und das Schöne ist, dass PayPal relativ robust ist. Also das habe ich halt gemerkt. Du kannst da relativ große Summen auch überweisen. Also so bis 30.000 Euro ist das okay. Und du kannst halt jederzeit, zumindest online, alles Mögliche damit bezahlen. Ja? Du kannst es auf dein Konto, was mit deinem PayPal-Konto verbunden ist, auch jederzeit abheben. Und wenn du dich auch richtig, also KYC, also ordentlich überprüfen lässt, dann ist das alles kein Thema und kein Problem. Du kannst es sogar, glaube ich, auch noch größer aufschrauben. PayPal ist deswegen so interessant, weil es halt wirklich überall akzeptiert wird. Alles, was im Internet, wo du Geld was bezahlen kannst, wird PayPal akzeptiert. Und es gibt inzwischen auch eine relativ einfache App, mit der man halt unterwegs einfach so Dinge bezahlen kann. Kann ich sehr empfehlen. Es gibt noch einfach nur wiederum als Diversifizierung einen zweiten Online-Zahlungsanbieter, den ich dir empfehlen kann oder den ich selber nutze. Das ist Payoneer.
Das ist sowas Ähnliches wie PayPal, nur mit dem Vorteil, dass Pioneer eine Kreditkarte hat. Das heißt, wenn du dort ein Konto dir anlegst, kannst du genauso wie mit PayPal Online-Zahlungen leisten oder auch einnehmen. Das ist das Geniale daran. Das ist ein sogenanntes virtuelles Konto, genau wie PayPal ein virtuelles Konto ist. Aber du bekommst dort eine richtige, echte Kreditkarte dazu und kannst damit ganz normal am Bankautomaten abheben. Kann ich dir sehr empfehlen. So, das waren jetzt so meine 6, 7 Vorschläge. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ansonsten schau gerne nochmal auf unserem Blog geldhelden.org vorbei. Dort habe ich das alles untereinander geschrieben, falls mir jetzt nicht alles eingefallen ist. Was ich damit sagen will, diversifiziere deine Gelder. Lass nicht alles auf ein Konto legen. Du hast gesehen, was in Griechenland passiert. Von heute auf morgen konnten die Menschen kein Geld mehr abheben. Was passiert bei dir, wenn du von heute auf morgen kein Geld mehr abheben kannst? Wie würde sich dein Leben verändern? Denk daran und diversifiziere dich, ja? Diversifiziere dich in den Zahlungsmitteln, in den Kontentypen, in den Ländern, aber auch in den Währungen, ja? Und je diversifizierter du bist, desto weniger kann dir passieren. So, das ist deine Festung, ja? Die Portale, ist klar, sind dann die Kreditkarten oder die Konten, von denen du abheben kannst. Damit ziehst du das Geld wieder raus. Und jetzt für den Fall zum Beispiel habe ich tatsächlich auch Bitcoins verkauft, um diese 15.000 Euro bezahlen zu können, die ich natürlich schon eine ganze Weile habe und deswegen auch dadurch jetzt keine Steuern fällig werden oder sowas. Aber ich hatte die Bitcoins halt und hätte ich sie nicht gehabt, dann hätte ich jetzt das Geld irgendwo anders hernehmen müssen. Und du weißt, wie das ist bei Banken, die brauchen oft eine sehr, sehr lange Zeit, um eine Überweisung durchzuwinken, teilweise übers Wochenende. Und das ist dann schon ganz tricky, weil wenn das Finanzamt ihr Geld nicht bekommt, dann werden die sehr ungemütlich. So, lass uns aber jetzt noch mal ganz kurz zurückkommen zu den Gründen, warum du das überhaupt machen sollst. Wenn du immer mit dem Schlimmsten rechnest, aber auf das Beste hoffst, dann kann dir im Grunde nichts passieren. Denn wenn du mit dem Schlimmsten rechnest, fängst du automatisch an, vorzusorgen für den schlimmsten Fall. Hoffst du auf das Beste und es kommt das Beste, dann stehst du besser da als vorher, als wenn du nicht vorgesorgt hast. Du kannst also nur gewinnen, wenn du vorsorgst. Und mit diesen 7 Konten, die ich dir jetzt empfohlen habe, könntest du nun Folgendes tun. Leg dir doch ein Konto an, auf das du 10% direkt am Anfang, da muss ich noch kurz was dazu sagen, sparen tut man niemals am Monatsende. Es gibt immer so viele, die mir sagen, naja, wenn am Ende des Monats was über ist, dann spare ich das. Dann lege ich das auf ein anderes Konto. Ja, aber ganz, ganz häufig ist eben nichts über. Und das alleine sollte dich schon zum Nachdenken bringen, denn wenn nichts über ist, dann lebst du ganz, ganz eng auf ganz enge Naht genäht. Ja, das heißt, der kleinste Ausrutscher, der kleinste Unfall, der kleinste Defekt bringt dich dort schon raus. Und noch eine Einsicht, die halt tatsächlich, das ist eine Weisheit schon, deine Ausgaben, die wachsen proportional zu deinen Einnahmen. Das heißt also, das typische Hamsterrad, das gilt nicht nur für denjenigen, der wenig verdient, sondern auch für denjenigen, der viel verdient. Und lass es doch gar nicht erst dazu kommen. Wenn du als Lehrling mit der Hälfte des Geldes klargekommen bist, frag dich mal, warum das 3 Monate später, nachdem du das volle Geld verdient hast, plötzlich kommst du gerade so mit dem normalen Geld klar, ne? Und das ist eben diese alte Regel, dass deine Ausgaben proportional zu deinen Einnahmen steigen. Und da müssen wir genau entgegenwirken. Und das machen wir ganz einfach, indem wir von Anfang an uns überlegen, was könnte denn passieren? Und zum Beispiel könnte passieren, dass deine Waschmaschine kaputt geht, das, was im Haushalt kaputt geht, ja, dass dein Fernseher kaputt geht. Oder vielleicht sogar, dass dein PKW kaputt geht. Und wenn das passieren kann, dann wird es auch passieren. Also sorge dafür vor und lege 10% am Anfang des Monats auf eines dieser Konten, die wir gerade besprochen haben, und nenn dieses Konto PKW-Rücklage oder Reparaturrücklage oder Risikorücklage, wie auch immer du das nennen willst. Was kann noch passieren? Was passieren kann und was sehr häufig passiert, siehe mein Fall, das Finanzamt lässt sich regelmäßig schöne, neue, große Steuern einfallen und macht es dir richtig schön kompliziert, dass du ja nicht verstehst, warum du jetzt schon wieder Geld zahlen musst. Also rechne damit, dass du Geld zahlen musst und mach dir eines dieser Konten als Steuerrücklagekonto. 10% sollten dafür auch genug sein, denn 10% von deinem Lohn aufs Jahr hochgerechnet ist schon sehr, sehr viel. Wenn du in Zukunft mehr Geld verdienen willst, dann musst du dich heute weiterbilden.
Das ist auch eines der Grundsätze überhaupt, um im Leben weiterzukommen. Und damit du das auch tust, legst du dir bitte ein Konto an, nur für Weiterbildung. Da würde ich dir sogar raten, mach mehr als 10% rein, 15% oder sowas, aber das kannst du selber entscheiden. Vergiss bitte nicht, ein Konto anzulegen für deine Investitionen. Denn eines ist auf jeden Fall sicher, dass die Rente nicht mehr sicher ist. Ja, egal was damals, welche Politiker auch immer gesagt haben, die Rente ist definitiv nicht mehr sicher und für dich schon gar nicht. Und selbst wenn du dann die Rente bekommst, du hast aber vorgesorgt, dann kannst du dich glücklich schätzen, weil du im Alter besser lebst als so manch anderer. Ja, wenn aber die Rente nicht kommen sollte, dann solltest du dir heute schon mal Gedanken machen. Also sorge vor. Und wie sorgt man vor? Am besten, indem man investiert. Nimm also bitte mindestens 10% deines Einkommens und investiere es regelmäßig in gute Investments. Die kommen nicht von heute auf morgen, dafür braucht man Zeit. Deswegen leg dir ein Konto an, zahle 10% auf dieses Investmentkonto und sollte mal ein gutes Investment vor der Tür stehen, dann kannst du reagieren und kannst sagen, wow, die Wohnung gefällt mir, die kaufe ich jetzt. Zum Beispiel. Oder die Aktien oder wie auch immer. So, vergiss bitte nicht, dass du nur ein Leben hast. Was bedeutet das? Du solltest Spaß haben im Leben. Genieße die Zeit. Geh in Urlaub. Triff dich mit Freunden. Ja? Genieße deine Familie. Und um das tun zu können, brauchst du natürlich auch Geld. Also leg dir bitte ein Konto an, was du für Spaß, Freude, Freizeit, für was auch immer du willst, ausgibst. Aber wenn du am Anfang des Monats daran denkst, dass du dafür was zurücklegst, dann musst du am Ende des Monats keine Angst haben, dass die letzte Woche, dass du dir nichts mehr leisten kannst oder dass du nicht mehr Eis essen gehen kannst oder vielleicht mal in einen Erlebnispark, weil du kein Geld mehr hast. Du hast es ja vorher zurückgelegt, also hast du es ja. Dann gibt es natürlich noch ganz viele Träume und Wünsche, die jeder von uns hat. Ist einer dieser Träume oder Wünsche groß genug, dass du sagst, ich möchte den mir unbedingt erfüllen, dann mach dir ein Konto dafür. Ich möchte unbedingt einen Fallschirmsprung machen. Mach dir ein Konto dafür. Ich möchte unbedingt tauchen lernen oder einen Führerschein machen, der kostet 3000 Euro. Mach dir ein Konto dafür und spare es erstmal an. Du hast da jede Kreativität der Welt, aber du hast gesehen, nur diese paar Punkte, nur diese 5 Punkte plus das Konto, wo dein Lohn eingeht, wovon du deine regelmäßigen Ausgaben bestreitest. Auch da gebe ich dir die Empfehlung, mach dafür ein Extrakonto. Schau, was du in dem letzten Jahr im Durchschnitt für Ausgaben hattest pro Monat, für Essen, für Strom, für die ganzen Sachen, die so anfallen, ohne dass man die einfach weg sind. Ja, du kennst das auch. Das ist Geld, das ist einfach weg für die Monatskarte, für was auch immer, für Sprit. Leg dir dafür ein extra Konto an für die laufenden Kosten und schau mal, was du im letzten Monat im Schnitt ausgegeben hast und zahle diesen Betrag auf dieses Konto ein. Und so siehst du nämlich, so bekommst du ein Gefühl dafür, ob deine Ausgaben steigen oder ob sie sinken oder ob sie gleich sind. Und dann wird das wie so eine Art Wettbewerb, ja? Das wird so eine Art Wettbewerb. Ich muss aber unter diesen Ausgaben bleiben. Und das ist gut so, denn dann bleibt genügend Geld für die anderen Dinge da. So, jetzt habe ich sehr viel geredet, sehr viel erzählt. Ich hoffe, ich konnte dir den ein oder anderen Tipp heute an die Hand geben. Und ich wünsche dir, dass du dieses Geldrezept für dich in den nächsten Tagen am besten jetzt sofort umsetzt. Geh jetzt ins Internet, schau dir nochmal diesen Blogbeitrag an auf geldhelden.org. Der sollte jetzt zeitgleich veröffentlicht sein. Und gehe auf die Konten, die ich dir empfohlen habe, und eröffne einfach ein Konto. Es kostet dich kein Geld der Welt, es sei denn, du machst dann die Pro-Version. Also manche Konten, die haben eine Pro-Version, die kosten dann auch Geld. Da kannst du dich selber entscheiden und fange einfach mal an, dir deine Finanzfestung aufzubauen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir unter dem Video oder unter dem Podcast in den Shownotes mal deine Meinung sagst. Vielleicht hast du ja auch noch einen guten Vorschlag, wie man seine Finanzfestung noch sicherer machen kann. Es würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg, dein Marco. Ciao. Diese Folge wird dir präsentiert vom Geldheldencamp. Entfliehe dem Herbst im November im regnerischen Deutschland auf die Sonneninsel Zypern und genieße mit 20 Gleichgesinnten finanzielle Bildung auf eine ganz besondere Weise. Begleite mich und 4 weitere Mentoren in das Geldheldencamp. Dich erwarten spannende Experten, tiefe Einblicke in ihre Geldsysteme und natürlich viel Sonne, Strand und Meer. Die Reise geht nach Larnaka. Larnaka liegt im griechischen Teil von Zypern und wir werden alle gemeinsam in einer großen Villa
oder in einem 4-Sterne-Hotel unterkommen. Neben gemeinsamen Aktivitäten wie Ausflügen oder Sport wird es natürlich interessante finanzielle Workshops geben. Wir werden abends gemeinsam Cashflow spielen, das Spiel von Robert Kiyosaki. Und wir treffen uns mit der Unternehmer-Community auf Zypern. Wenn du also tiefe Einblicke von Menschen bekommen willst, die bereits finanziell frei sind, die ihr Leben so gestalten, wie sie es wollen und das gemeinsam mit 20 Gleichgesinnten, dann geh jetzt auf die Webseite www.geldhelden.org/camp und sichere dir noch bis zum 31. November den Early Bird Preis. Wir sehen uns auf Zypern.